Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der FS1 Studio Session. Heute mit Urgesteinen des Salzburger Metal. Our Survival Depends on Us. Stilistisch sind sie von Sludge Metal bis Post-Rock angesiedelt. Viel Spaß damit. Thank you.
Bonfires burning! Make me believe.
Later on,
Thank you.
Our Survival depends on us. Bei uns ausnahmsweise mal nicht auf der berühmt-berüchtigten Studio-Couch, sondern einmal auf dem Studio-Boden. Das ist legendär. Ihr seid ziemlich lang schon Band, das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe heute noch euch eine Homepage durchforstet. Euch gibt es seit 2000. Ich habe es vorher bei der Ankündigung oder bei der Anmoderation schon gesagt, ihr seid Urgesteine der Salzburger Metal-Szene. Wie seid ihr überhaupt auf Metal gekommen? Weil ihr habt ja mit der Geschichte fast angefangen, zumindest zum Hören, wie das erst so richtig einmal rausgekommen ist. Wie kommt man auf Metal? Bitte ins Mikro. Meinst du jetzt in der heutigen Zeit oder meinst du in der Zeit, in der wir angefangen haben? In der Zeit, wie ihr generell zum Musikmachen angefangen habt. Ihr macht es ja schon. Ihr macht es ja schon also in der Zeit. Da hat jeder sicher von uns einen sehr differenzierten Zugang. Aber wir haben wahrscheinlich deswegen mit der Musik angefangen, weil es zu der Zeit eine von den authentischsten und eine von den subversivsten Musikrichtungen war, die es gegeben hat, wo man das Gefühl gehabt hat als junger Musikschaffender, es geht um was. Es ist nicht nur Show und Look und Druck, sondern es geht wirklich um eine Message, es geht wirklich um Authentizität. Auch wenn man im Nachhinein draufgekommen ist, dass das oft nicht so war, aber in der jugendlichen Überschwänglichkeit
waren gewisse Bands damals einfach wirklich sehr, sehr prägend. Wie sagt sich das dann heute? Hat sich da viel geändert? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich verweigere mich auch gegen Pauschalbehauptungen, wonach früher alles andere und alles anders und alles besser gewesen wäre. Also es garantiert nicht. Jede Zeit hat ihre Zeiten und ihre Protagonisten. Bei uns waren es andere Protagonisten und vielleicht hat die musikalische Kunstform Metal eine andere Bedeutung gehabt, in ihrer ureigenen Form, das mag schon sein. Aber wenn man die Motive hinter der Musik hinterfragt, wenn man sie zurückbeamt in der Zeit und wenn man weiß, warum man was damals gekickt hat, nämlich dieses Auflehnen aus dieser proletarischen Fessel, wenn's so willst. Das ist eine Musik von Kids aus der Unterschicht. Ne? International gesehen, also nicht in Europa, in Österreich, in den USA, überall war das so. Das ist für einfache Kids gewesen, die nicht allzu viele Perspektiven gehabt haben. Und es geht tatsächlich darum, bei dieser Musik, oder darum ist es damals gegangen, dass man gesagt hat, okay, man hat ein ganz eigenes Universum und man hat eine Geheimsprache, ein Geheimzeichen, man hat ein ganz abgekoppeltes eigenes Universum. Und da komme ich dann eh gleich zum nächsten. Ich war halt relativ erstaunt, ich habe dann euch eine Homepage durchforstet. Du, Mucho, glaube ich, bist ziemlich am Malen, oder? Ich habe dann von jedem irgendwie was gefunden. Wir machen alle Kunst. Der Bart zum Beispiel macht extrem viel Skulpturen, schnitzt extrem viel. Gewisse Sachen, die heute in diesem Set gestanden sind, sind vom Bart. Der Tom zum Beispiel malt seit Jahren und hat seine ganz eigene Art von Bildästhetik entwickelt in Kombination mit Text. Ich mal seit Jahren hab einfach jeder von uns schaut, dass er sich auf eine Art und Weise ausdrucken kann oder verwirklichen kann und das auf den Punkt, wirklich auf den Punkt bringen kann mit diesen vielen Kunstformen, die es gibt, die am wichtigsten sind, der Hans-Jürgen genauso, der Mani, also jeder von uns. Und je mehr, dass man in was eintaucht, desto intensiver wird das Ganze. Und das passiert bei jedem von uns. Darum war diese Überlegung, die der Bart Gott sei Dank gestartet hat, wo er gesagt hat, Jungs, wir brauchen eigentlich eine eigene Seite, wo es rein um die Kunst oder um die visuellen Komponenten, um das, was jeder von uns sonst noch außer sein Instrument zum Spielen schafft und das war eine gute Idee. Das ist eigentlich genau der Ansatz gewesen, den man vielleicht als Involvierter aus dem Auge verliert. Das heißt, du hast eine künstlerische Vision. Du hast eine Vision mit deiner Musik, mit deiner Malerei, mit den Skulpturen, mit allem, was wir machen. Und das ergibt einen ganzen Kosmos. Nur erschließt sie dir nicht für jeden. Das heißt, erst wenn du alle Aspekte, alle Teilbereiche dieser Gedankenwelt, die du aufgebaut hast, noch an den Haufen legen kannst, kann man vielleicht das Gesamtkonzept hinter our Survival Depends on Us verstehen. Und das geht ja weit über das hinaus, was man aus den Instrumenten auszuschießen. Das ist ja ganz eruptive Energie, die da rauskommt. Also es ist oft, dass man sagt, im Grunde für sich genommen ist es repetitiv, ist es mantrisch und die Kraft ergibt sich aus der Wiederholung. Das ist ähnlich wie bei den Gebeten. Ne? Das ist ein Ritual, das abläuft. Das ist ähnlich aufbauend. Da geht es nicht darum, dass man eine raffinierte Tonfolge spielt. Da geht es nicht darum, dass man super Fingerübungen macht auf dem Instrument. Da geht es nicht darum, dass ich irgendwelche technischen Finessen sage, sondern da geht es darum, dass ich diesen Mehrwert aushöre, den Musik ja wirklich bietet. Mehr als einfach nur Mathematik und Technik, nämlich diese Energie. Und das ist ein langer, langer, schmerzhafter Prozess, den wir uns auch immer wieder unterziehen. Immer wieder neu. Das ist ganz schwierig. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig für denjenigen, der sich mit unserer Gedankenwelt befassen will, dass er eben nicht nur die Musik hört, sondern auch zum Beispiel die Videoclips hier anschaut. Und erst wenn du die ganzen einzelnen Puzzleteile, die ganzen einzelnen Teilaspekte noch zusammenfügst und wenn du dich darauf einlässt, du musst dich natürlich darauf einlassen, wie alles.
Das ist immer so im Leben. Ne? Du kannst Dinge von Grund auf ablehnen oder sie können dich einfach nicht interessieren, weil es nicht zu deinem Lebensumfeld gehört. Aber wenn du dich darauf einlassen willst, nachher erschließt sich das. Die Musik, die Kunst, die Bildästhetik, die er sich überall wiederfindet, auch in der Covergestaltung und so weiter. Schau mal, dass das Ganze kontinuierlich weiterentwickelt wird. Also das ist ein organischer Prozess, in dem sich die Band ständig befindet. Ergibt sie dann aus dem, wie du gesagt hast, aus dem mantrischen, repetitiven, ergibt sie dann daraus unter anderem auch die, ihr habt doch eine relativ enorme Liedlänge immer, also ihr habt unter 6 Minuten kaum was, glaube ich, eher so Richtung 10 Minuten, ergibt sie das dann daraus? Nicht unbedingt, weil man was bewusst in die Länge zieht, sondern weil jeder Song, wir haben eine sehr untypische Art und Weise, Songs zum Schreiben. Und für einen Song, der bei uns fertig wird, fallen normalerweise 4 durch den Rost, den wir monatelang spülen, düfteln, ausarbeiten. Und irgendwann kommt noch einer von uns drauf und sagt, Alter, Jungs, eigentlich ist das scheiße, eigentlich ist das gar nicht so gut. Und dann werden Abstriche gemacht. Es geht um die Qualität von einem Song. Ein Song muss immer die Dichten und die Kraft haben, Leid uns selber, Leid des Herrn zum Ziehen, weil er irgendwas in einer berührt, anspricht, stärkt oder aufreißt, wenn es notwendig ist. Wir haben schon gesagt, wenn es das drin hat, dass so ein zieht, dann passt es, egal ob er 2 Minuten lang ist, der Song, oder 20 Minuten. Also ich glaube nicht, dass das geplant ist in dem Sinn, überhaupt nicht. Es muss halt passen. Genau. Es ist mir aufgefallen, vor allem bei der ersten CD, das muss ich den Namen vorlesen, weil der ist relativ lang. Jumping once too often into the ocean that has always been our inspiration. Das sagt, glaube ich, schon relativ viel. Wir haben vorher ganz kurz drüber geredet. Finde ich insgesamt eine gute Einstellung. Und jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, weil du vorher auch von Bildästhetik geredet hast, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt kurz ein Video an. We'll be right back.
Dann noch eine zweite CD, die müssen wir jetzt natürlich auch erwähnen, die werden natürlich wie immer eingeblendet. So, Painful Stories Told with a Passion for Life. Auch wieder ein sehr aussagekräftiger Titel. Ein sehr aktueller Titel. Sehr aktueller Titel, ja, das stimmt. Habt ihr dann durchgehende Themen auch von den Texten her? Wir haben nur durchgehende Themen. Also Richtung Konzeptalbum? Es gibt nichts anderes. Es gibt nichts anderes als Konzeptalben. Es geht ums Menschsein und um eine Option zu finden, wie man die Welt als einen besseren Platz hinterlassen kann, als man es vorgefunden hat. Ihr habt einen neuen Longplayer in Planung. Mhm. Wollt ihr was darüber sagen? Wir haben halt in dieser Studio-Session eine Nummer davon gespielt, das war die letzte. Das war And Even From My Sons and Daughters I Had to Turn Away. Und The Sacred Heart, mhm, als allerletzte Nummer, als fünfte. Und ja, das Album beschäftigt sich mit einem Thema, das sehr aktuell in der heutigen Zeit ist. Where Language Ends, Music Begins. Und das ist wieder der Titel von der CD. Nein, der Titel ist Scouts on the Borderline Between the Physical and Spiritual World. Das ist der Titel. Wir stehen sehr auf Titel, die Sinn machen. Aber es geht in erster Linie um das, dass man sich in der heutigen Zeit, glaube ich, wirklich fokussieren muss und einfach bereit sein muss, dass man gewisse Sachen aufgibt oder überdenkt und sich neu ausrichtet für das, dass man die Welt zu einem besseren Platz macht als der Platz, den man vorgefunden hat. Mhm. War eigentlich von dem her ein relativ gutes Schlusswort. Hat mich irrsinnig gefreut, dass du da warst. Es war echt ein langer Nachmittag, aber unglaublich entspannt. Das ist gut so. Ja. Es muss immer entspannt sein. Darf mich auch natürlich wieder bei meinem unglaublich guten Team bedanken, die Unmögliches möglich machen. Ein großartiges Team, ein großartiges Team. Ja, in Team ist immer gut. Und darf ich bis zur nächsten Studio-Session bei euch verabschieden. Ciao, bis zum nächsten Mal. Thank you.
place to hide from one's own faults. Your spirit does not guide a silent desert, bright and plain. Your soul need not restrain. I don't have to die to go to heaven. Lift it.